Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Colossus of Sin. Im letzten Part haben wir diese Skorpionen da hinten irgendwo besiegt. Und in diesem Part wollen wir uns jetzt hier diese neuen Gebiete ein bisschen umgucken. Und wahrscheinlich einen Boss besiegen. Ich glaube, ich weiß auch schon, welcher es ist. Und wenn es der ist, der ich gerade denke, dann wird es ganz lustig. Und das diesmal nicht im Sinne von, ich werde sehr oft sterben. Da hinten können wir jemanden beobachten, der jetzt mit einer vernünftigen Anzahl an FPS auf den Boden einschlägt. Gerade eben nicht, falls ihr es gesehen habt. Ich habe es gesehen. Und es sah ziemlich seltsam aus. Hurra für Verschnaufspause. Okay, schön. Naja, töten wir den erstmal. Der sah hier schon ein bisschen suspekt aus hier. Stirb, stirb, stirb. Immer noch am Leben. Super. Das heißt, ich besiege wahrscheinlich die ganzen Gegner hier mit drei Schlägen ungefähr so, dass sie noch Leben haben, die man nicht mehr sieht. So, erstmal das mitnehmen. Seelen, Seelen, Seelen. Fahr, ich wollte irgendwas mit Fahr sagen, aber. Ah, fantastisch, da. Ah, Mensch, die Wörter sind echt nicht einfach. Mensch. Okay, die kann ich mit drei Schlägen sogar ganz gut töten. Ja, keine Ahnung. Irgendwie sehen die Gegner jetzt so stärker aus, die ich jetzt gerade. Oh, ich jetzt gerade einen von besiegt habe, aber sind trotzdem schwächer als dieser eine Typ mit dem Hammer da. Naja. Oh nein! Schweine! Oh Gott, ich hasse Schweine. Die haben mich doch Majula schon am Anfang gebracht. Oh Mann. Okay, ich trinke Estus. Adios. Okay. Yep, danke. Oh, what the fuck? What the fuck? Was war das denn jetzt gerade? Wurde ich einfach gerade von weiß ich wie vielen Pfeilen gleichzeitig getroffen oder was? Ich glaube, das ganze Lager hier ist vollkommen optional, oder? Ich glaube schon, aber egal, ich guck mal, weil hier sind ja auch Items und so und Items sind, glaube ich, sinnvoll manchmal. Manchmal, nicht immer. Naja. Mach ich aber mal, weil ich glaube, da hinten irgendwo direkt in diesem Leuchtwagen ging es nämlich weiter. Das heißt, eigentlich ist das hier alles vollkommen unnötig. Aber vielleicht finde ich ja irgendwas total Tolles. Wer weiß das schon, ich weiß es nicht. Aber bis jetzt habe ich nur Seelennutzer gefunden, also von daher. Ich kann nicht behaupten, dass es sich bis jetzt wirklich gelohnt hat. Aber hey, ich will mich halt über nichts beschweren, nicht wahr? Richtig. Außer bei Lebensstein, die brauche ich mittlerweile. Davon habe ich mittlerweile genug. Ja, hätte ich mal früher gewusst, dass man das einfach kaufen kann, ey. Warum weiß ich denn sowas nicht? Das weiß doch wahrscheinlich jeder außer ich wieder. Naja, das wird schon. Was soll's. Jetzt habe ich ja Lebensstein und jetzt bin ich zufrieden. Jetzt ist das Spiel halt irgendwie viel zu einfach, was Heilung angeht. Aber hey. Okay, irgendwie rein. Kann ich jetzt irgendwie kaputt schlagen? Sieht so aus eigentlich sogar. Ja, tatsächlich. Oh wow. Oh nein! Da kommt einfach allein gesprungen hier. Scheiße, Ausdauer. Okay. Ich will mal eben trinken. So. Und jetzt seid ihr tot. Das war euer Gedöns. Kein Wort. Mann, Wortfindungsschwierigkeiten sind schon schlimm, ne? So, Backstab. Ja, die Bogenschützen gehen hier ganz dezent auf die Nerven. Aber nur ganz dezent. Und wo wurde ich jetzt schon wieder getroffen? Ich meine, von dir ganz sicher nicht. Da oben ist ein Item, okay. Das heißt, schlag ich auch gleich noch kaputt, den Turm. Ja, ganz ruhig stehen bleiben. Ich möchte dich nur ganz kurz backstabben. Oder halt nicht. Ich meine, ich wollte eh nicht backstabben. Backstabben ist voll unnötig und eigentlich sowieso voll unfair und so. Ja. Würde ich niemals machen, sowas. So, noch ein Turm. Oh, der geht so schnell. Sehr nett. Blutungspfeil, 15 Stück. Interessant. Werde ich niemals nutzen. Aber interessant. Interessant. Auf jeden Fall. Hurra für Verbündeter. Aha. Kann ich hier jemanden summonen, wenn ich Mensch bin? Wahrscheinlich. Ist auch was drauf? Nee. Okay, dann habe ich, glaube ich, das ganze Lager. Ich hole noch in die Zelte rein. Nicht, dass ich was übersehe. Aber ich glaube, ich habe alles. Nee, da war ich schon. Und hier ist Leuchtfeuer? Ja, hier ist kein Leuchtfeuer. Tut mir leid. Das Leuchtfeuer ist jetzt hier hinten. Wahrscheinlich übersehen sie jetzt einfach Leute das Leuchtfeuer und denken, das Leuchtfeuer wurde entfernt und rennen einfach weiter und sterben und müssen also mal von vorne machen. Weil sie nicht wissen, dass das Leuchtfeuer hier ist, weil es jetzt so schwer versteckt ist und zwar direkt auf dem Weg. So ziemlich. Naja.
Okay, dann gehen wir mal weiter. Das heißt, das war irgendwie vollkommen unnötig. Hey, aber nichts ist unnötig, weil, keine Ahnung. Schick. Sehr schick. Außer die Tatsache, dass diese Ränder von der Wand, dieser Steinwand, irgendwie ziemlich seltsam aussehen, weil die da direkt hinter dem Gebäude so gerade runtergehen. Naja, keine Ahnung. Meinetwegen, ne? Ich glaube, hier gab es ganz schön gemeine Fallen. Die sieht man auch gar nicht hier. Ich weiß nicht, kann ich loswerden? Wenn ich jetzt einfach so. Obwohl, ich glaube, ich will das gar nicht loswerden, weil ich glaube, da kommen gleich irgendwie Gegner mir entgegengerannt, ne? Okay. Und jetzt wollen die da lang, oder? Nein, wollen da runter. Okay. Item. Sind das namenlosen Soldaten? Juhu. So, da kommen nämlich ganz viele Gegner. Kommt jetzt der Ball da runter oder nicht? Ja, okay, es hat jetzt nicht irgendwie unbedingt getroffen, aber hey. Was zur Hölle? Scheiße, ich habe den Bogen noch rausgerissen. Leck mich doch. Mensch. Das hätte mein Tod sein können oder so. Ja, es ist erstaunlich. Die Bauern sind halt irgendwie echt. Nee, irgendwie sind die Bauern jetzt auch wieder schwächer. Keine Ahnung. Jedenfalls der eine Bauer, der da hinten war, war irgendwie ziemlich stark. Okay, danke. Einigen wir uns darauf. So. Willst du auch noch, oder? Ne, du hast keinen Bock, aber ist mir egal, weil du stirbst trotzdem. Okay, ausgewichen. Mit sehr viel Skill mal wieder. Falle voraus, deshalb Sprint. Nee, ich habe schon alles gelöst, keine Angst. Ich meine, das kannst du zwar nicht wissen, weil du nur eine Nachricht bist, aber ich sag's dir trotzdem. Okay, gehe ich mal hier hoch. Ihr wolltet mich also mit Stein, Felsen, Dingsbums abwerfen, hä? Das war nicht ganz so nett und so. Außerdem hast du dabei noch einen deiner Freunde umgebracht hier. Ja, siehst du das? Siehst du, was du getan hast? Mensch. Hast nicht mal irgendwas erreicht in deinem Leben, außer noch Friendly Fire vielleicht. Schützenposition. Wofür denn? Was soll ich von dir aus? Okay, ich könnte die von da. Ja, okay. Mach ich nicht. Nee, kein Bock. Okay. Ich kann mich echt gar nicht daran erinnern an das Gebiet. Ich glaube, das war aber auch nicht so lang, oder? Nee. Ah, jetzt kamen, glaube ich, gleich Spinnen. Ich meine, da sieht man überhaupt nicht, dass hier gleich Spinnen kommen irgendwann, aber. Nein, nein, nein. Es ist überhaupt nicht an dem Tor dran. Ich glaube, ich habe damals auch geraten, dass der nächste Boss eine Spinne wird, aber dann war der nächste Boss keine Spinne. Ich meine, der nächste Boss könnte eine Spinne sein. Ich will ja nicht spoilern. Das wisst ihr wahrscheinlich eh alle, aber. Der nächste Boss ist keine Spinne. Nein, okay. Aber ich habe es geraten und ich hatte fast recht, ja. Aber nur fast, fast, fast. Vorsicht vor Fackel oder Bedauern voraus. Warum? Okay. Hi. Ich gehe mal weiter, ne? Ihr braucht mich nicht mehr, ne? Nee, okay. Okay, da ist eine Fackel. Jetzt mache ich mir irgendwie Sorgen wegen dem Bedauern voraus. Ja, irgendwie schon. Okay. Sag mir nicht, ich muss jetzt hier öffnen. Nee, geht. Gut, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie die Fackel entzünden, damit die Tür aufgeht, aber das wäre irgendwie ziemlich nicht Dark Souls-like gewesen. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Menschenbild. Die Tür öffne ich übrigens nicht, ich glaube, das war eine Falle. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das eine ziemlich gemeine Falle war, weil das war nicht nur so eine Falle, wo man immer mal wegrollen muss, sondern ich glaube, das war eine Falle, dass die ganzen Spinnen nämlich mich plötzlich angreifen. Da habe ich keinen Bock drauf gerade. Also leck mich am Arsch. Wahrscheinlich ist da total das tolle Item drin, aber nee, leck mich, nee. Scheinbare Wand voraus, wirklich? Wirklich? Ich sag mir nicht, dass es ein Leuchtfeuer ist, weil das ist ja traurig, aber ich gehe mal davon aus, dass es kein Leuchtfeuer ist, okay? Gut. Insekt, wagt es ja nicht. Also eigentlich ist eine Spinne ja kein Insekt, aber meinetwegen. Priesterin, Kopfbedeckung, bla bla bla, Priesterin Zeug halt. Interessante Geräusche, die hier zu hören sind. Ist da noch irgendwo eine scheinbare Wand oder ist jetzt hier vorbei sonst? Na, ich denke mal, hier ist sonst nichts. Gut, dann gehen wir mal durch den Nebel. Jetzt kommt ein extremst epischer. Oh Gott! What the fuck? Okay, stirb. Okay, die sind ziemlich schwach, die Spinnen. Interessant. Okay, jetzt kommt ein extremst epischer Bosskampf mit dem Boss des Jahrhunderts. Also, es war so ein Boss, wo ich mir einfach den eigentlichen Bossgegner
ohne die Ads jetzt einfach nur den Bossgegner so richtig im Gedächtnis behalten habe, weil der war einfach so episch designt und, keine Ahnung, der hat mich aber mitgenommen. Aber seht ihr selbst, seht selbst. Ach ja, die Versammlung! Der Boss ist nämlich quasi Ads und noch mehr Ads und ein Gegner, der auch nicht unbedingt stark ist, wenn ich mich richtig entsinne. Okay, aber Schaden kriege ich trotzdem eine Menge. Das heißt, ich sollte mal eben hinten wegrennen. Aber der Magus hat halt, wie man sieht, nicht so viel Leben. Also, das ist nicht unbedingt das Problem an dem her. So, erstmal einen Zaubern da ausweichen. Und den Typen will ich halt definitiv zuerst loswerden, weil das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So, auch deine AOE ruhig. Und man sieht ja, der hat nicht so viel Leben, also das ist nicht so das Problem. Also an sich, der Boss ist Ätz und ein schwacher Gegner. Also ein schwacher Gegner mit starken Zaubern, aber ein schwacher Gegner halt. So, dann mache ich die mal hier beide kaputt, dann kann ich die ganzen anderen Ätz noch kaputt machen, dann ist es auch schon vorbei. Okay, der heilt sich jetzt, glaube ich, das ist ziemlich scheiße, aber ich habe nicht unbedingt gerade die Wahl. Oder? Heilt er sich? Hallo? Nee, okay, doch nicht. Was wird das? Achso, ein Zauber nur. Ich dachte, das wäre ein Heilzauber oder so. Weil irgendwie sieht er ja so aus, als würde er irgendwie was zaubern wollen, was ihn heilt oder so. Was weiß ich. Keine Ahnung, lass mich. So, und die restlichen Gegner sind auch nicht mehr so. Wie gesagt, also der Boss ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ich wusste halt nicht mehr, wer der Boss ist, bevor ich jetzt in den Raum gegangen bin, weil ich nur noch wusste, dass die ganz verätzt. Ah, du hast mehr Leben. Ach du Scheiße. Das hat mich jetzt schon ein bisschen fertig gemacht, dass du jetzt mehr Leben hattest. So, ihr habt gesiegt. Gegen was ist die Frage? Gegen einen Raum voller Ads. Oh wow. Also ich würde sagen, ich bin schon stolz auf mich. Das habe ich First Try geschafft. Gegenstand voraus. Rollen. Geborstener roter Augapfel. Na dann. Und hier sind Leuchtfeuer. Ja, dann ist ja grandios. Dann hätte ich es ja auch schon wieder geschafft, hier für diesen Part irgendwie Fortschritt zu machen. Aber ich glaube, der Part ist jetzt ein bisschen kurz, weil ich jetzt aufhöre, oder? Ich glaube schon. Das heißt, ich gehe weiter. Und ich brauche jetzt auch nicht zu leveln, weil warum auch? Wird schon nicht schaden, wenn ich nicht level, ne? Oder? Ja, wahrscheinlich doch. Okay. Ah, Spinnen. Die aber zum Glück nicht allzu stark sind. Ja, das Gebiet kann ich mich halt echt kaum daran erinnern, das Gebiet so generell. Weil keine Ahnung warum. Ich weiß nur, das Ende von dem Gebiet kenne ich noch so halbwegs und den Rest halt nicht mehr. Das Ende ist mir dann doch noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, aber das Gebiet an sich irgendwie so gar nicht. Naja, mal sehen. Vielleicht erinnere ich mich ja wieder, sobald ich drin bin, ein bisschen weiter. Ich gehe da, glaube ich, mal nicht lang und hole mir erstmal meine Estus wieder, weil das habe ich jetzt irgendwie komplett vergessen. Weil ich meine, wer braucht nur 7 Estus? Ich nicht. Ich komme auch mit 4 Estus vollkommen klar, aber naja, sicher, sicher, ne? Leuchtfeuer voraus, aber irgendwie nicht in die Richtung, ne? Also es wäre ziemlich lustig, wenn jetzt jemand da irgendwie lang springen würde, weil er denkt, da wäre ein Leuchtfeuer. Habe ich das nicht sogar gemacht? Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass ich irgendwo hingegangen bin, wo ich da nicht mehr wegkam. Ich glaube, das war sogar hier. Na egal, ich gehe jetzt einfach hin. Wird schon nicht schaden, also vielleicht doch, aber naja. Wow. Das ist jetzt ziemlich traurig gewesen. Das ist jetzt echt ziemlich traurig gewesen. Naja, ich lass mich mal treffen, weil das war geplant. Okay. Schöne Tür. Sieht sehr dekorativ aus. Okay. Aha! Denkst du, du kannst mich trollen? Kannst du nicht, denn ich sehe alles. Mensch, also würde ich mich von sowas, von so einer simplen Falle hier überrumpeln lassen? Absolut nicht. Okay, da ist ein Loch, da geht's weiter. Und sonst? Nachricht. Scheinbar ran voraus. Ich glaube irgendwie nicht, aber nee, natürlich nicht. Und auch nicht. Und warum wird es hier auch bewertet? Ich weiß es nicht. Kotartiges Harz. Nett. Okay. Versucht rechts und dann Fackel. Rechts und dann Fackel? Ah. Wow. Danke für diesen Hinweis. Vielen Dank. Das war jetzt total sinnvoll und wichtig und ich hätte es nie gefunden ohne dich und ich brauche die Fackel generell total. Voll wichtig. Absolut. Und so. Ah, stirb. Ich hasse dich. Ich hasse dich.
Gut hinsehen und dann rollen. Okay, nee, ich geh jetzt mal da lang. Glaube ich. What the fuck? Das ist so ein richtiger Headcrab, nur mit Rücken. Also ein Backcrab quasi. Badumts und so. Feind voraus. Ach, echt. In die Brücken. Du willst hier nicht irgendwie rüberspringen? Nein? Okay. Dann bleib mal da, wo du bist. Ich geh mal hier weiter, so wie es mir vorgeschlagen wurde von der Nachricht. Sehr freundlich übrigens, ich hätte den Weg nie ohne dich gefunden, Nachricht. Ja, das sind dann hier wohl die sehr innovativen Gegner. Spinnen an den Rücken von Gegnern befestigt. Wie gesagt, erinnert mich überhaupt nicht an Half-Life. Nein, gar nicht. Nein, so gar nicht. Wirklich? Nee, n-n. Ich glaube mich auch gar nicht. Nein, nein. Ist eine Illusion. Ist eine vollkommene Illusion. So, stirb. Nein, stirb nicht. Okay. So, aber jetzt. Erste Nachricht. Könnte auf ein, auf ein Geheimnis hinweisen und das stimmt sogar. Tatsache. Okay. Was macht dieser Schalter jetzt? Oh fuck! What the fuck? Ja, stirb, stirb. Wow! Wo kommst du plötzlich her? Und wo habe ich jetzt eine Wand? Was auch immer, was habe ich da überhaupt mitgemacht? Bla. Da? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Schalter gerade getan habe, weil der Gegner mich abgelenkt hat. Super. Aber ich will da mal rüberspringen. Und wenn ich es schaffe. Wenn ich es dann mal schaffe, ich brauche nur noch 10 Versuche, dann schaffe ich es. Definitiv, vielleicht. Ist gerade ziemlich traurig, was hier abgeht. Das ist gerade wirklich ziemlich traurig. Aua. Ich versuche es einfach nochmal. Das kann ja. Irgendwann wird es klappen. Komm. Irgendwann wird es klappen, habe ich gesagt. Vielleicht. Vielleicht war es auch nur eine Lüge. Vielleicht wird es auch niemals klappen, ich glaube nicht. Alter, es kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht so schwer sein jetzt. So, danke, ey. So, öffnen. Ist da jetzt ein Ring drin oder wo ist jetzt ein Ring? Aber eigentlich dürfte hier kein Ring drin sein, oder? Doch. Ritualband des Sündens plus 1. Warte, was habe ich jetzt? Ring des Bindens und das ist. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Da. Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Super. Ich habe keine Zauber. Also von daher, leck mich. So, ist hier jetzt irgendwas, was sich geöffnet hat, vielleicht? Ah, ein Loch. Ich glaube aber nicht, dass ich das mit dem Schalter geöffnet habe. Versucht Loch. Nee. Nee, nee. Geht schon. Ich lasse es mal lieber. Was sagt dieses? Okay. Okay, der ist. Ah ja. Also nicht in das Loch. Okay, merken wir uns das. Und das ist ein Gegner in der Ecke. Das. Wow. Das war eine der ersten sinnvollen Blutflecken, die ich jemals berührt habe. Ganz ehrlich. Aber irgendwie hätte ich es wahrscheinlich auch so gesehen. Nur vielleicht später. Will ich überhaupt lang ist die Frage? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich lang will eigentlich. Ich glaube, ich will da unten irgendwo lang. Ja, ach recht. Warum ist der rot? Es gibt rote davon, wo sie denn nicht. Okay. Man lernt nie aus, würde ich sagen. Ja, danke. Lass mich doch einfach durch. Okay, das ist natürlich auch nett. Ah ja, da will ich lang. Ich erinnere mich. Okay. Ah, hier komme ich her, okay. Ich nehme eben Lebenstein. Dann gehen wir mal hier runter. Grandios. Okay, ich gehe mal hier lang. Und ich glaube, da werde ich invaden, ne? Ich glaube schon, wenn ich mich richtig entsinne. Okay, stirb. Werde ich doch von irgendwo angegriffen? Weiß es nicht, wirklich nicht. Da kommt Staub. Ach! Was bist du denn? Du bist ein Wüstenfrosch oder was? Der sieht irgendwie ziemlich weird aus, weil das ist. Das ist sieht so aus wie andere Frosche, nur mit anderen Proportionen, ne? Das verwirrt mich gerade ziemlich. Schwer zum Öffnen. Okay. Ich gehe jetzt mal einfach weiter, weil. Keine Ahnung, ob hier noch irgendwas Sinnvolles ist. Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, hier war doch irgendwas. Irgendwas Sinnvolles war hier. Ich weiß noch nicht wo. Aber irgendwo war hier noch irgendwas Sinnvolles. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Es könnte hier gewesen sein. Ich rate jetzt einfach. Weil, warum nicht? Ich weiß auch nicht, was hier Wichtiges war, aber ich glaube, hier war halt irgendwas Wichtiges irgendwo. Okay. Vielleicht hier drin. Nein? Fackel. Oh ja, die Fackel war wichtig. Was sagst du mir? Fackel links? Bösewicht. Oh, Bösewicht. Heftig. Heftig. Gut gemacht. Danke. Versucht rollen.
Gott. Okay, die Nachrichten wollen mir nicht helfen. Oder ist hier jetzt was hinter? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut. Hätte ich auch nicht erwartet. Außer der Titanitscherbe. Okay, nein, ich glaube, hier ist gerade nichts Wichtiges. Hi, du. Ich geh mal hier jetzt lang. Nein, nicht da rein! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, wo komm ich wieder raus? Ich geh nicht an. Ah doch, aber sehr langsam. Ich kann mich daran erinnern, dass es mehr Schaden mal gemacht hat, aber vielleicht bilde ich mir das so ein. Was weiß ich, aber habe ich irgendwie so eine Erinnerung, dass ich daran gestorben bin. Und wenn ich so viel wenig Schaden nur mache, bin ich da ganz sicher dran, nicht dran gestorben, deswegen glaube ich, dass es mal mehr gemacht hat. Was weiß ich, kann sein. Kann auch nicht sein. Ja, weiß ich schon nicht. Die wollen mich hier verfluchen. Ist mir schon mal aufgefallen, aber ich war mir nicht sicher. Aber naja, woher hätte der Fluch auch sonst kommen sollen? Warum habe ich das jetzt auf einmal zwei nicht? Hier, danke. Gehen wir auf den. Bauen. Der ist bestimmt total toll. Ich werde ihn jetzt ganz sicher mal anprobieren. In einer sehr interessanten Pose liegst du da. Aber meinetwegen. Da liegen Items. Liegt hier sonst noch irgendwo was? Nee? Gut, dann hol ich mir jetzt die Items. Denn der Schaden ist jetzt ja nicht so heftig. Kann man sich dann mal gönnen, ne? Und wieder mal Spinnen am Eingang. Ist doch nicht etwa doch eine Spinne hinter? Ich weiß gar nicht, ob hier noch ein Leuchtfeuer kommt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber versucht, kurz gesagt, rollen. Giftfall. Sinne? Nein? Okay. Nee, eigentlich, ich glaube, es kam noch ein Leuchtfeuer vor dem nächsten Boss, weil das wäre ganz gut, weil ich will den nächsten Boss jetzt ganz sicher nicht noch, auch noch diesen Part machen. Das wäre ziemlich kritisch. Okay, das sind eine ganze Menge Spinnen. Ich mag keine Spinnen, das ist auf Rande. Aber die sind halt echt schwach, ne? Also, wirklich richtig schwach. Von daher sind jetzt gar nicht mehr so das Problem. Dickwanz wird benötigt und dann Waffe. Waffe? Ja, vielleicht. Schlüssel wird benötigt und dann versucht Boss. Verschlossen. Ach, echt. Welche Tür will ich denn nehmen? Da nehme ich beide. Ich nehme einfach mal beide. Wird schon nicht schaden. Vielleicht. Na doch, vielleicht schon. Naja. Yep, danke. Und dann guck ich noch in eine andere Tür rein. Ach du Scheiße, wo kommst du denn her? Mensch. Da lebt es auch einfach noch nach einem Schlag. Richtig fies hier. Und du willst jetzt auch mich erschrecken gleich? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube schon. Ah, ja, klar. Warum auch nicht? Nett. Okay. Ich schaff das. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Warum ist meine Waffe schon so kaputt? Sag nicht, dass die Stacheln hier meine Ausrüstung kaputt waren. Das würde nämlich Sinn ergeben. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Aber ich glaube schon. Naja, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist mein Ausdruck was kaputt, also mein Schwert zumindest. Deswegen, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch mal sehr viel gekämpft, das kann auch sein, aber irgendwie. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, genau. So, bitte stirb. Du. Nein? Okay. Dachte ich mir fast. Aber du bist nicht so das Problem, also es gab schlimmere Phantome. Ich finde es sehr interessant, dass du einem nicht mehr invadest, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sonst. Dass man sonst da hinten invaded wurde. Bei den Stacheln. Aber diesmal wurde man einfach nicht invaded, sondern erst einfach schon von Anfang an in der Welt aus irgendeinem Grund. Was ich überhaupt nicht verstehe, warum das so ist, aber. Meinetwegen, ich will mich nie beschweren. Oder? Ah, vielleicht doch. So, stirb, danke. Das ist ein Item. Heimerknochen. Oh, super. Die werde ich brauchen. Vielleicht. Also, vielleicht. Was hier oben? Geht's hier weiter? Geht es. Versucht Skelett. Hilfe. Ah. Gut. Ich glaube, es kommt kein Leuchtfeuer mehr. Ich glaube wirklich, es kommt kein Leuchtfeuer mehr. Oh, crap. Ich glaube. Ich werde mal diesen Part jetzt beenden. Und wir werden uns dann im nächsten Part. Ich werde dann erstmal leveln gehen offscreen und dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Und dann gucken wir uns mal das hier an. Und wahrscheinlich ist jetzt einfach da hinten irgendwo um die Ecke das nächste Leuchtfeuer, aber hey. Was soll's? Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Lasst einen Kommentar da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.